heutigen Video zeigen wir euch einige Preise und wie sich die Sanktionen auswirken. Wir sind heute bei Audi. Gibt es auch jede Menge neue chinesische Autos. Wer will, kann immer noch sein Audi kaufen. Jede Menge e-tron. Ich weiß gar nicht, was man mit dem Auto will. Schon gar nicht hier. So, der kostet hier 10 Millionen, also 100.000, 165 kW. Draußen steht unser. Wir haben den UAS hier zur Wartung, weil der Service wirklich sehr gut ist. Wir sind heute mal im Baumarkt gegangen. Ihr habt gesehen, es gibt alles wie gewohnt. Und meiner Meinung nach sogar mehr wie in Deutschland. Wir wollten wegen Toilettenpapierhalter. Heute ist Sonntag und etwas graues Wetter, was sehr angenehm ist. Der Sprenger läuft und wir hatten heute früh gleich nach dem Frühstück Besuch von Golja, der hier auch das mit dem Bagger und das alles macht, hier den Bauhof hat, und hatte vorher gefragt, ob wir ein Hühnchen haben wollen, und heute früh ist es angeflattert. Das ist kein Hühnchen, das ist ein Truthahn. Ja, also Minimum 10 Kilo oder mehr. Jackson wiegt 11 Kilo und Jackson ist leichter wie dieses Geschoss. Ja, dann haben wir, oder besser gesagt, Bird erstmal Überlegung, was wir mit dem guten Stück machen. Denn heute früh ist er noch rumgetrappelt draußen oder rumgeflattert. So, ich habe jetzt mal ein bisschen weiter weg, mit der Kollege in voller Gänze drauf geht. Und Bird hat schon gesagt, das ist ein, nach deutschen Maßstäben, ein Öko-Truthahn. Dem ist nichts weiter passiert, dass er den ganzen Tag rumrennen konnte, futtern, bis er in die Pfanne kommt. Ja, und das ist eben russische Seele, dass man ab und zu so eine Geschenke bekommt. Und ja, es sind halt liebe, offene Menschen, und war früher auf den Dörfern eigentlich Normalität. Aber die Städter kennen es so nicht, und wie gesagt, er hat das hier. So, heute nehme ich euch mal mit da, wo das Mini-Steinhaus steht, und zeige euch mal so freie Grundstücke, die auch mein
meist verkauft werden, gegenüber vom Mini-Steinhaus, war heute auch erst ein Interessent gewesen und ein Makler. So, ihr seht, hier ist frei. Also hat jede Reihe, die hier irgendwo ist, irgendwo immer ein paar Grundstücke dazwischen, die frei sind und die in aller Regel meist auch zum Verkauf stehen. So, hier kommt das nächste. Das sind 1000 Quadratmeter, die hier sind. Das ist meist so das 1000 Quadratmeter Raster. Hier wird auch im Winter Gas gelegt. Dann kriegt das Mini-Steinhaus dann auch Gas. Hier liegt zum Beispiel links in der Ecke Rohr, was sie frisch hingelegt haben. Reicht zwar nicht bis hinter zum Mini-Steinhaus, aber das werden sie dann schon zum Winter noch machen. Zumindest soll es im Winter kommen. Erfahrungsgemäß wird es dann wohl erst im Frühjahr werden, aber ist nicht schlimm. In Russland wird sehr oft mit Strom geheizt, weil es auch sehr preiswert ist. So, erstmal Fenster aufmachen, erstmal auch die Lüftung ausgemacht, weil es wäre sonst zu laut beim Filmen. Ja, hier sieht man ganz niedliche kleine Häuschen. Manchmal ist es auch mehr der Versuch eines Hauses. Das ist der Vorteil und ein Nachteil. Man kann in Russland bauen, wie man will, das, was man denkt. Wie dieses Ding hier, das besteht eigentlich nur aus USB-Platten und ist ein Karkasshaus, also ein absoluter Billigbau, sage ich mal. In meinen Augen kann man damit nichts anfangen, aber der Geldbeutel bestimmt, was man macht. Und da muss man halt eine größere Heizung reinmachen und alles ist schick. Also man kann tun und lassen, was man will. So, hier ist auch wieder ein Grundstück, was frei ist. Und da hinten seht ihr auch ganz große Freifläche. Das sind alles Sachen, die man kaufen kann. So, diese Zuwegung, die hier ist, ist so eine Schotterpiste. Soll demnächst auch nochmal überschottert werden, wenn denn die Rohre, die Gasrohre alle verlegt sind. Denn vorher macht das keinen Sinn, weil durch diesen Lehmboden ist eine komplette Setzung. Ja, dieses Traumhaus hier zur Linken hat man im Internet gesehen, mit diesem Grundstück steht hier zum Verkauf. Ja, da ist ein Fundament drauf oder ein begonnenes Fundament, was man aber alles vergessen kann. Also daher, naja, wenn ich mich recht entsinne, sind das 600.000 Rubel. Das sind rund 6.000 Euro. Ist nicht viel Geld. Aber es ist auch dafür keine Infrastruktur und nichts da. Man muss erst den Arbeitsplatz bauen. Na gut, ich fahre jetzt erstmal zur großen Baustelle. Also, jetzt nehme ich euch nochmal mit auf den Weg. Musste kurz am Müll anhalten und alles rausschmeißen. So sind so diese kleinen Siedlungshäuschen, die hier stehen. Mal mehr oder weniger im guten oder schlechten Zustand, aber es werden immer mehr diese Häuschen auch saniert, was ich sehr gut finde. Also diesen Weg, auf dem wir jetzt fahren, der war ganz böse kaputt gewesen, den haben sie letztes Jahr neu gemacht und da kann man jetzt wenigstens wieder schön fahren. Vorher waren hier vielleicht so 10-15 km/h. So, hier ist rechts so ein Ziehbrunnen. Die Leute holen ganz gerne das Wasser, weil sie naja, Leitungswasser eigentlich nicht so mögen. Sie sagen Brunnenwasser oder Quellwasser. Ist viel angenehmer, viel besser, viel schöner. So, jetzt ist die Straße natürlich wunderschön und man kann hier Sommer, Winter ganz vernünftig fahren. Wir fahren auf die Kolchose zu. Der Michael ist auch der, der bei uns beim Mini-Holzhaus, nicht Mini-Holz, Mini-Steinhaus, die Grassamen und den Mutterboden verteilt hat.
hat uns letztens so ein 2 Kilo Käsestück geschenkt. Also Frischkäse, der jetzt vom Prinzip eigentlich noch ein bisschen reifen müsste. Wir haben geräuchert und mal gucken, wie er dann ist. So. Und jetzt fahren wir zur Siedlung. Da seht ihr, dass die Lücke sich langsam schließt, wo das von uns das alte abgebrannte Holzhaus stand. Was heißt alt? Es war neu. Hat es nicht allzu lange geschafft, sage ich mal. So, diese ganze Fläche hier, das sind 44 oder 48 Grundstücke, die parzelliert werden, so immer 1000 Quadratmeter wohl, die auch zum Verkauf stehen. Macht gleich mal einen Schmeck rum. Also diese ganze Fläche hier rechts, die steht quasi auch zum Verkauf. Der Viktor hat auch einen Gitterstabzaun gesetzt. Sie lehnen sich denn doch sehr an das an, was wir so machen. Finde ich eigentlich ganz okay. Leider ist die Ausführung manchmal nicht so dolle. Ihr seht da hinten so leicht eine Straße, die da hochgeht. Diese Straße, jo, soll eigentlich eine Baustraße sein, aber wir haben nur gesehen, die Fahrzeuge, die da drauf gefahren sind, die Kies oder sowas drauf hatten, die sind alle eingesunken, weil sie nicht richtig gebaut wurde. So, die Straße hatten wir ja auch schon verstärken lassen. Hier für die Bauerei hatten wir ja Betonplatten legen lassen, weil es am schnellsten ging, damit denn die Betonmischer und sowas alles ohne Probleme auch bei Regen rumkommen. Das Tor. Das Tor ist noch zu. Da hinten sehe ich schon Bert. Dann werde ich mal rauffahren. Unser Schild kennt er. Da gibt es auch eine Geschichte dazu, aber die verrate ich euch mal später. Da ist ein kleiner Schreibfehler drunter. Das wusste derjenige nicht, der es uns geschenkt hatte. Aber das ist mal ein separates Video. So, die Dachdecker waren auch sehr fleißig gewesen. Das wird das ganze Dach noch verlängert, weil wir haben sehr große Dachüberstände. Wir werden wieder Richtung 1,50 Meter gehen. So, drüben ist auch schon alles drauf. Nee, doch noch nicht alles. Muss ich gleich mal rübergehen, zeige ich euch. Jo, geht voran. Die Fenster sind auch drinnen. Natürlich höllisch schwer, die Dinger, weil es Dreifachverglasung ist, 8,5 cm Rahmen, hat schon sein Gewicht. So, wir haben ja die Rüstungen stehen lassen von der Garage, die nehmen sie gleich wieder. Und wir haben hier jetzt einen Dachüberstand vorne von 2 Metern, ne, über 2 Meter, fast 2,5 Meter. So, wie ihr seht, sind wir im Haus drinnen. Oben das Fenster ist dann mit elektrischer Öffnung. Und ihr seht auch, ist in Deutschland eigentlich überall Pflicht. Hier wurde es eher selten genommen, weil es Geld kostet. Hier unten drunter ist ein spezieller Dämmkeil. Den haben sie aus Deutschland extra importiert, über Parallelimport. So, Gästetoilette. Ein Schlafzimmer. Ja, dann wird bald unsere Olsenbande kommen und die Decke machen, nachdem wir dann Elektro gemacht haben und Heizung. Was machen denn Jungs von hier und den Betonboden auch, ist ein Riesenproblem gewesen, einen vernünftigen Betonbauer zu finden. Wir scheinen es aber einen zu haben, denn ihr habt ja damals bei dem abgebrannten Haus gesehen, was das für ein Martyrium war mit dem Betonboden. So, ein schönes helles Badezimmer. Von hier aus kann man dann auch rausgehen auf die
eine kleine geschlossene Terrasse. Und hier geht es wieder rein in den Flur. So, ich gehe mal gleich mit raus, den kann man von außen mal die Seite angucken. Ja, das sind schon manchmal Artisten, also mir wird immer schwindelig, wenn ich die Rüstung sehe. So, ich zeige euch jetzt mal so einen kleinen Parktrick, was ganz gerne gemacht wird. Die Leute hängen dann irgendwas über Schild, wenn sie auf gut Deutsch scheiße parken. Und die Polizei darf es nicht entfernen, weil sie das Kennzeichen nicht aufschreiben können. Haben diejenigen Glück. Naja, das zum Thema Polizeistaat oder Diktatur oder irgendwas in der Richtung. So, wie ihr seht, sind gerade wieder in Nischni unterwegs. Haben hier ein bisschen was zu erledigen gehabt, fahren jetzt schnell noch zum Freund was abgeben und dann wieder raus zur Baustelle. Ne, wir fahren nicht nach rechts, wir fahren geradeaus. Und damit wir dem Bauwahn wieder folgen können. Na gut, wir wünschen euch was. Bis dann. Tschüss. So, bin mal heute auf dem Dachstuhl um. Den legen sie wirklich extrem dick aus, sage ich mal. Wir haben hier schon ganz schöne Schneelasten, aber okay. So, jetzt bringen die Jungs doch die bestellten Möbel, weil das Mini-Steinhaus muss, sagen wir mal, gibt es kaum die Möbel, so wie man haben will. Denn bei der geringen Größe muss alles wirklich angepasst sein. Und deshalb haben wir die Möbel alle anfertigen lassen. Kostet etwas mehr, ja. Aber dafür ist es exakt so, wie man es haben will. Und da denke ich mal, ist alles in Ordnung. So, unsere Möbeljungs sind wieder da. Bauen jetzt noch die anderen Sachen auf. Und das sind wirklich super Handwerker. Hatten sich vermessen gehabt bei dieser Kommode und bei der Garderobe. Und muss das jetzt alles noch kürzen. Die Rückwand raus, die Seitenwände gekürzt und die Garderobe hinten auch. Und Respekt, also das mal schnell so Freestyle, muss man wirklich sagen, Wahnsinn. Also die haben es drauf. So, die Jungs haben ganz gut geschafft. Haben auch die Überstände abgeschnitten. Die Leimbinder haben sie auch schon geschliffen. Ja, riesiger Überstand. So wie gewünscht. So, hier liegt das Holz schon für den Dachkasten. Das muss noch gemacht werden, geölt werden alles. Und dann geht das wirklich mit Vollgas voran. Jetzt erkennt man auch die Dachüberstände. Schön weit rausgeführt zur Beschattung und auch Regenschutz. So, wir waren heute den ganzen Tag in der Stadt unterwegs. Die Jungs haben ordentlich gearbeitet, haben hier auch Geotextil drunter und Feinschotter, damit man hier, ich sag mal, vernünftig laufen kann, ohne über den Rasen zu latschen. So, Matthias hat heute die Verdrahtung rumgeschwenkt. So, unsere Dreckecke. Wie ihr schon gesehen habt, ist hier für das Aggregat vorbereitet Zu- und Abluft, damit das im Notfallbetrieb laufen kann und das Aggregat nicht vor Wärme stirbt. Ist eine Zu- und Abluft mit einem dementsprechenden Durchsatz. Ja, ist richtig schick schon geworden hier. So, hier ist die Unterverteilung, wo das Aggregat steht, wo die Einspeisung nachher drüber geht. Und ihr seht auch hier eine 1A vernünftige Verdrahtung, wie es gehört, auch mit Reserve. Vernünftige Erde draußen dran, wo das Aggregat nachher noch rankommt. Und da oben ist die Starterbox.